zwei Brauereien, die werden schon was damit vorüber anfangen können. Bauen wir halt noch vielleicht zwei Felder Weizen, noch eine zwei Weizenformen hin oder so. Dass die auch voll ausgelastet werden hier. Hier mal neben die Handform eine und da. Dann müsste es hier eigentlich alles noch aus Dreck, die Pisten hier. Ja, nicht sehr optimal. Oh, was bauen die da für ein Chaos zusammen? Oh, keine Ziegel mehr. Jetzt weiß ich, warum das alles aus Dreck ist hier. Sie haben oh, da sind sie gerade noch. Schiff zerstört. So. Ab hier ran. Du fährst dann gleich zum guten Lord Northburg. Wo seid ihr eigentlich alle? Da, oder? Ja. Und du fährst wieder zurück nach Elysis. Ich muss jetzt nur mal auf die Uhr ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht wieder überziehe. Das wäre ja für euch nicht so optimal, weil dann müsste ich wieder knapper cutten. Und das wollen wir alle nicht. Ah, verdammt. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Weg mit dir. Ich wollte nämlich... Tada! Eine große Luft. Wenn es denn geht. Nee. Weg mit dir. Oh. Na, da, werft. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Jetzt hier ran. Nee, das schaut scheiße aus. Noch ein bisschen einreißen. Mann, 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 Mann. Dass ich die Werft doch alles umbauen muss hier. So geht's aber. Stell dich doch nicht mehr so an. Pussywerfter. Dann bauen wir gleich mal 60 Holz. Ach du Kacke. Gib Gas, Jungs. Ja. Schiffchen. Ja, ich weiß. Immer mit der Ruhe. So, das laden wir wieder zurück. Ja. Ist es wahr? Ist ja ein Ding. Mir hat vorher ist noch nie einer geholfen. Ja. 33 Tonnen Lederwämser. Gedanke. Ja. Nein, das ist kein Versehen. Und das ist wirklich kein Versehen? So. Apropos. Ups, falsches Fenster. Das wollte ich haben. Was können wir denn hier so machen? Kaiserliches Arsenal. Schiffslimitation braucht man nicht. Kriegstechnologie braucht man auch nicht momentan. Das ist alles noch zu teuer. Von dem hier hätte ich gerne mal ein bisschen was. Schutz des Dogen vergrößert die Hilfsflotte. Nicht so wichtig momentan. Agentenausbildung, feindliche Übernahme. Venezianische Schiffsbaukunst. Die Kaufmannskrocken könnten mal nicht ganz unpraktisch sein. Was habt ihr hier noch im Angebot? Geheimes Warenlager. Verringert den Kaufpreis der Schiffe minus 10%. Nehmen wir mal das noch. So. Du hast 33 Tonnen Leinenkutter da. Leinenkutter? Oh Mann, Leinenkutten. Langsam regt sie mich auf. Ein jeder muss seinen Beitrag leisten. Schnauze. Mit diesen Münzen rettet ihr viele Leben. Ja, einschmeicheln. Und hier einschmeicheln. Wenn du mich so lieb bittest. Ja, läuft. Ja, bitte? Ist das wahr? Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt nur noch die besondere Aufgabe abschließen. Und aber dafür bräuchten wir, glaube ich, ein großes Handelsschiff. Denn sonst wird das nichts mit dem ganzen Zeugs hier. Aber jetzt können wir wieder wenigstens die Ziegel mal raushauen hier. Ups. Da. Können wir dann natürlich später noch protzigere Tore ranbauen, aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Schaut's eigentlich bei euch hier aus, Jungs. Nicht beim Palast. Da. So, hier fehlt's eigentlich nur am Bier. Okay, da haben wir die Produktion auch schon aufgestockt. Es sollte ja funktionieren. Denen fehlt's am Glauben, dann würden sie auch mehr zahlen. Naja. Wein. Ich glaube, das wird man nur lieb. Ja, verdammt, so weit können wir ja gar nicht ausbauen. Habe ich wieder ein bisschen gefailt. Aber hier können wir ausbauen. Oder auch nicht. So. Dann passen hier noch Häuser hin. Wenn wir den Holz hätten.
Oh, wir haben wieder Holz. Ja, das war ja klar. Dann wird es halt momentan noch nichts mit dem großen Handelsschiff. Aber, oh ja, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Kommt dann schon noch... Diese Notiz hier können wir mal löschen, die brauchen wir nicht mehr. Die haben wir jetzt großteils ausgebaut. Werden Seile eigentlich verkauft hier schon, oder? Ja, werden verkauft, gut. Dass die Produktion hier nicht still steht. Hier können wir auch mal wieder... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, schauen wir uns mal kurz nochmal Alices aus der Postkarte an sich mit ihm an, mit dem Schloss. Bergfried im Hintergrund. Schaut doch gut aus. So. Kurz auf die Uhr schauen, Sekunde. Okay. Wow, was haben die alles gekauft? Lukrativ. Aber leider nicht viel von euch. Deswegen springt da leider nicht sonderlich viel Gold raus dabei. Also wenn wir 40 Ziegel hätten, würde ich da irgendwo einen Turnierplatz hinbauen. Da hinten zum Beispiel. Da wird gut einer hinpassen zum Beispiel. Aber ich habe leider keine Ziegel. War ja klar. Wäre ja auch wirklich mal ein Wunder, wenn wir die Rohstoffe hätten, die wir bräuchten. Aber ich glaube, dann wäre ja auch noch nichts anderes als Minecraft im Creative-Modus. Hier turnt schon der Adel von Alices rum auf dem Schlosshof hier. Und ich brauche unbedingt ein großes Handelsschiff. Ich könnte natürlich auch jetzt Holz einkaufen gehen. Ja, Seile habe ich natürlich auch wieder nicht genug, das war ja wieder klar. Müssen wir mal... Ich glaube, ich gehe jetzt einfach Holz einkaufen. Ein gutes und Geschäft. Setz mal kurz ist die Ding da runter. Dann gehe ich mal kurz wandeln. Ich hoffe, der hat Holz da. Ja, genau so ist es. Dass wir endlich mal dieses Schiff bauen können. Hier liegt was rum. Sollte mal aufheben, wenn wir zurückkommen. Treibgut. Ah ja. Ist ja auch ein Verkehr hier auf dem Hafen. Ah ja, stimmt. 40 Tonnen Holz. So, dann sammelst du mal wenn das noch auf. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Was ist das eigentlich hier? Zerfledderte... Ach, die Karte, die wir letztens verloren haben, treibt hier auch noch rum. Ach, das ist ja schön. Oh, naja, egal. Können wir jetzt hier endlich das Schiff bauen? Hm. 60 Tonnen... So ist das recht. Seile, wie viel haben wir? 55. Dann let's wait. Nur einen Tag lang ist einer ich gern so erfolgreich oh. wie du. Da müssen wir aber mal auffrischen. Ach du Scheiße, ist das teuer. Dann hat sich das mit dem Gold gleich wieder ein bisschen mehr erledigt. Geht ein bisschen weiter erledigt. Ein bisschen weiter erledigt. Ein Satz, Alter. Naja. Jetzt komm, mach die 5 Tonnen. Ja, ja, eine Tonne. Das war ja wieder klar. Na komm. Seile. Ich möchte das noch machen heute. Hallo. Also Holz hätten wir jetzt schon mal genug. Ah, jetzt. Ein Schiff. Auf das laden wir dann immer schön den Überschuss, den wir produzieren für den guten Hassan. Bis sich das irgendwann noch voll sammelt und wir ihm das liefern können und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Details. So, unser erstes unter. Großes Handelsschiff. Blaue Weite. Aha. Cool. Kreativ waren sie lass ja schon mit ihren Namen. Dingen da greifen. Bei Arno. So. Jungs, was ist los? Was machen wir jetzt noch? Bisschen Verteidigung wollt ihr haben, wa?
Gottes Willen, ich kann so ein Dialekt überhaupt nicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aber zur Verteidigung muss ich sagen, ich bin Bayer, ich darf das. Warum geht mir der Wall hier immer kaputt? Sieh es als sicher. Ja. Ja, ich werde mit dem wahrscheinlich jetzt öfter was zahlen müssen, wenn ich mich mit dem verbrüdern sollte. Denke ich jetzt mal ganz arg, gehe ich jetzt mal arg davon aus. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau, das Handelsschiff wollte gerade hier rumfahren. Mal schauen, wann es ankommt. Die Seile können wir momentan wieder auf die Handelsliste setzen. Bis 60 Tonnen. Dass wir zur Not immer noch ein kleines, großes Handelsschiff bauen können. Der Überschuss wird verkauft. Wir könnten auch unsere Ladekammern mal erweitern, indem wir... 15 Tonnen Waffen. Ja, können wir machen. Waffen. So, welches Schiff? Da. So, muss beliefert werden, um den Auftrag Tagdiebe abzuschließen. Oder Tagediebe oder was auch immer. Also was braucht ihr jetzt? 80 Fleisch, 120 Bier, 80 Waffen. Okay, mit den Waffen können wir schon mal machen. Und was 50 Tonnen davon. Bier ist ein bisschen knapp, bis nicht so gut. Und mit Fleisch sieht es natürlich ganz düster aus. Fahr erstmal wieder dahin. Ach ja, ich wollte ja mal Lagerhäuser bauen. So, hier mal zwei. Hier mal ein paar Lagerhäuser hinbauen. Dass wir die erweitern, nämlich unsere Lagerkammern. Um 200 Tonnen. Also insgesamt haben wir jetzt eine Lagerkapazität von 200 Tonnen. Kleines Lagerhaus erweitert das Lager um 15 Tonnen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. So, und bevor ich jetzt wieder in die... Ich lasse jetzt noch das Schiff hier kurz zum Chiyokamo rübergurken. Zu dem Schiff da unten. Mal schauen, ob es noch rechtzeitig ankommt. Ich hoffe es. Aber wir haben noch 5 Minuten ungefähr. Sollte klappen. Nicht, dass ich wieder überziehe. Ja gut, dann mache ich halt eine Folge eine Minute länger oder so. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich darf ja jetzt über 15 Minuten hochladen. Schon seit längerem, aber jetzt nutze ich es auch ab und zu mal. Ihr seid tatsächlich zurück. So, den Auftrag haben wir noch abgeschlossen. Dann senden wir unser Schiffchen wieder hier zurück. Und dann würde ich sagen, mache ich vorerst mal wieder eine Aufnahmepause. Und ja... Puh, und so. Man sieht sich dann mit diesem Blick auf Alysses und das Schloss im Hintergrund. Wartet, mal einen schönen Panoramablick aussuchen. Hier so vielleicht. Nee, ist blöd. Machen wir es so. Mit diesem Ausblick sage ich jetzt mal, man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Euer Code Red.